sich inzwischen auf und Vorlauf durchgesetzt haben. Wir gehen der Reihe nach und fangen an innen bei der Bahn 1, dort im roten Trikot. Das Mecklenburg-Vorpommern. LAV Riednitz, Damgarten Sanitz kommt. Wiebke Griepan, die heute schon mal in einem Finale stand, und zwar über 60 Meter flach, ist da Vierte geworden, knapp an einer Medaille vorbei. Ja, wir würden gerne sagen, dass sie jetzt hier nach einer Medaille greift, allerdings eher mit Außenseiterchancen über den Hürden. Eher weiter vorne zu sehen ist Sabrina Hessler vom SV Halle auf der Bahn 2 daneben. Die hat im letzten Jahr im Sommer schon mal eine Medaille mitgenommen, Zweite der U18 geworden. Dann Nele Schuten, TV Gladbeck auf der Bahn 3, eine Athletin, die eigentlich auf den Langhürden zu Hause ist, ist im letzten Jahr Achte der U18 Europameisterschaften geworden. Über 400 Meter Hürden startet hier auf der Bahn 3. Auf der 4, das ist die Favoritin, die Jahresschnellste, 8,51 Sekunden hat sie in diesem Winter bereits auf die Sprintbahn gebracht. Letztes Jahr Dritte, jetzt will sie Gold. Anne Weigold, LG Mittweider auf der Bahn 4. Auf der 5, die Fünfte des Vorjahrs vom LC Rehlingen, Selina Schweizer. Auf der 6, die ärgste Konkurrentin, Annika Niedermeyer, TV Wattenscheid, dann Hanna Schopper und Sarah Hannemann. Das Finale mit Anne Weigold auf der 4, Annika Niedermeyer auf der 6, die beiden größten Favoritinnen. Aus meiner Sicht, Anne Weigold, die Jahresbeste auf der 4. Kommt hier gut raus, als erste an der ersten Hürde. Annika Niedermeyer auf der 6 ebenfalls gut dabei, aber Anne Weigold liegt vorne. Es ist so ausgegangen, wie es zu erwarten war. Anne Weigold, inoffizielle Siegerzeit 8,50. Damit hätte sie nochmal ihre Jahresbestzeit in Deutschland korrigiert, verbessert. Und Silber geht an Annika Niedermeyer vom TV Wattenscheid. Die ist ja heute Morgen in den Wettkampftag gegangen als 10. der Jahresbestenliste. Und hat sich hier weiter verbessert über den Tag. Und jetzt die offizielle Siegerzeit von Anne Weigold. 8,47 Sekunden. Neue deutsche Jahresbestzeit für die Athletin der LG Mittweider, die hier den Titel mitnimmt. Und Annika Niedermeyer, 8,54 Sekunden. Die Jahresbestzeit, die stand heute Morgen, oder auch die persönliche, soweit ich das weiß, 8,78 Sekunden von Annika Niedermeyer. Und jetzt 8,54 Sekunden. Also so eine Zehntel, die kann man vielleicht in der Wettkampf-Euphorie hier schon mal wegmachen bei Meisterschaften. Aber wie sich Annika Niedermeyer hier über den Tag heute gesteigert hat, das ist schon ganz stark. Wir mussten sie auf dem Zettel haben, die Sechste der U18-EM, weil wir auch wussten, das ist eine Athletin, die sich bei Meisterschaften steigert. Die ist hier für eine Überraschung gut, aber